Hey Skatfreunde, ist es nicht ein herrlicher Tag? Ja, so macht die große Wetterlage am Kartentisch gute Stimmung. Nach der sehr erfolgreichen ersten Liste mit fast 900 Punkten heißt es jetzt also hier im zweiten Abschnitt taktisch spielen. Die Defensive muss jetzt beweisen, dass sie auch was kann. Die Offensive hat ja schon ganz gut hingehauen. Denn es reicht ja jetzt ein ausgesprochen bescheidenes Ergebnis, um dieses begehrte Finalticket zu ziehen. Da können wir also auch ganz entspannt schauen, was die anderen hier spielen. Ich bin Spieler 1, garantiert am ersten Tisch mit dem Ergebnis, also Führender im Gesamtklassement. So, jetzt haben wir erstmal einen Rangbubenkampf verteilt. Dann ist wohl nicht damit zu rechnen, dass der Spieler 2 jetzt hier eine lange Herzflotte hat, sondern eher mal die eine oder andere blanke Lusche. Eine lange Farbe, wäre so das Typische. Ja. Übrigens schon riskant, dieser Gang hier bei 20er Reizung, wie ich das so sehe. Er hat keinen vollen gedrückt, wenn ihr das gesehen habt. Karo Ass 10 nicht, Pik Ass 10 nicht, Herz Ass 10 nicht. Wenn die Jungs in einer Hand sitzen, dann gibt er 4 Stiche ab. Das ist dann fast immer der sichere Tod mit dieser 5er Batterie Kreuz. Also von daher, das würde ich mal sagen, ist genau diese taktische Marschrichtung, die ich nicht spielen möchte hier am ersten Tisch. Unnötig, solche Risikospiele zu machen. So, natürlich geht die Dame rein, wenn überhaupt, dann kriegen wir ja nur den Stich, wenn mein Partner das Ass hat, hat er aber nicht. Einmal geschnippelt, Kreuz Lusche war, meine ich, auf den Buben abgeworfen worden. Da möchte ich doch jetzt ein volles Angeln. So. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Herz Ass aus Ass Lusche gewimmelt wurde. Die Herz 10 ist sicher auch noch da. Also unser Ziel ist jetzt hier sicher noch einen Stich für Schneider frei zu machen. Und das sollte es doch sein. Ja, gar nicht schlecht übrigens, wenn hier am mutmaßlich ersten Tisch die anderen auch große Karten gleich bekommen. Das nimmt so ein bisschen die Aufgeregtheit vielleicht auch raus, gleich eine gute Hausnummer stehen zu haben. Na, und ich kriege auch mit dreien und einem Seitenass, ist doch großartig. Wenn die Karte läuft, dann funktionieren auch solche Dinge. So, die Findung ist in Ordnung, den siebten Trumpf in Kreuz. Es langt aber nicht wirklich für einen Gang, beziehungsweise klar kannst du den spielen. 14 im Keller kann man argumentieren und nur 4 Stiche in der Abgabe. Aber da sind dann doch 6 Volle noch draußen, ein wenig zu viel. Kreuz kann zu dritt stehen, den Buben musst du sowieso ziehen. Also der Gang ist einfach eine ganze Klasse schlechter und gerade so wie die Ausgangssituation ist, wähle ich hier das ausgesprochen sichere Kreuzspiel. Da müssten jetzt schon 4 Trümpfe erstmal zusammenstehen, damit es überhaupt verlierbar ist. Ansonsten gebe ich ja nur 3 Luschen ab und verliere höchstens 5 Volle, dann ist das Spiel gar nicht zu verlieren. Und Standtrumpf ganz glatt. Das heißt, da konnte jetzt wirklich nichts schief gehen. Das war schon nach dem ersten Stich klar. Also auch für mich die erste Hausnummer. Und zwar sogar Schneider. Das war natürlich ein bisschen unerwartet. Da standen die Pikbilder günstig und es wurde geschnippelt. So weit, so gut. So, dieses Spiel würde ich natürlich schon gern machen, aber auch das muss ich wieder sagen, wo 2 Reizungen schon im Spiel sind, da bin ich einfach raus. Das lohnt sich nicht, das ist zu riskant. Es fehlen die Trumpfvollen, es fehlt die Stärke in den Buben. Es sind nur 5 Trümpfe, das riskieren wir einfach nicht. Eins ist klar, Vorhand und auch Mittelhand, sie müssen ja auf irgendwas auch ihre 18 gesagt haben. Ja, irgendwie glaube ich nicht, dass mein Partner da rüber kann. Na komm doch, spring, Kreuz Bube, das wäre eine positive Überraschung. Aber nein, erwartungsgemäß kann er da nicht rüber. Oh, und das ist sogar ein 7-Trümpfer mit 3 Buben, das Trumpf Ass muss ich schon mal hergeben. Ein kleiner Trumpfstich ist nur drin. Und dann sind natürlich nur noch 3 unbekannte Karten. Testen wir es natürlich erstmal in Karo und gucken, ob wir vielleicht mit den Kreuzen hier was bewegen können. Aber das kann eigentlich nicht sein. Zumindest würde der Spieler nicht aus der einfach bestellten 10 hier antanzen.
wenn er in Vorhand einen Siebentrümpfer mit Kreuz Pik Karo Buben hat. Also die Erfahrung lehrt mich, dass die Kreuz 10 ganz sicher im Keller ist, und so ist es auch hier. Wir haben ein paar Herzstiche, und Kreuz rauszunehmen war korrekt. Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, wenn man das so locker runterspielen kann, wenn man auch in diese Spiele, die ja auch Freude machen, diese Karte hier, ja, kitzelt immer ein bisschen der 18 zu sagen und mal zu gucken, ob man dafür rankommt. Und wenn ja, mal Bube Ass rauszureißen, ist immer eine ganz schöne Erfahrung. Aber das muss ja auch nicht sein. Und das war jetzt natürlich bitter. Also Karo Bube, ich mit diesen vier Trümpfen, wo ich selbst das Trumpf Ass habe, ist Tauchen aus meiner Sicht Pflicht. Es gibt eben nur diese eine Konstellation, wo es jetzt wirklich dusselig aussieht, wenn die blanke Trumpf 10 bei meinem Partner sitzt. Ja, trotzdem, meistens, wenn das so ein Sechstrümpfer ist und da ein Blanker bei meinem Partner sitzt, wird das eher die Lusche oder die Dame sein, vielleicht sogar auch mein Bube. Also ich denke, da muss ich tauchen. Gut, und das heißt immer noch nicht, dass das Spiel für uns verloren ist. Die vier Trümpfe sitzen ja trotzdem, also Trumpf Ass macht gleich auch noch einen Stich, Kreuz Ass geladen. Ja, Flucht nach vorne, ich gucke in Herz, was los ist. Wenn der Alleinspieler das Herz Ass hat, dann kann es ja dafür sein, dass mein Partner jetzt mit König 9 oder so zwei Stiche macht, aber er wirft hier jetzt 7 ab, und das sieht dann nicht so aus, als ob er in Herz noch Kraft hat. Und er wirft hier jetzt Dame ab, na, dann wird der Alleinspieler wohl auf Ass König sitzen, also einem Zwilling in Herz, dann war die 10 natürlich passgenau für ihn. Dann hat er noch zwei andere Karten. Eigentlich können wir dann, mutmaße ich schon, nichts mehr gewinnen. Es wäre jetzt natürlich etwas schlauer von Spieler 2 gewesen, wenn er jetzt noch die Herz-Lusche behalten hätte, damit er den Spieler jetzt in den Herz-König hätte wieder einspielen können, um dann, dann kann ich Pik-Lusche abschmeißen, und auf Pik-Dame wäre dann Kreuz 10 reingegangen mit Pik-Ass. Da hätten wir also auf jeden Fall 10 Augen mehr machen können. Ach, er hatte sogar ja noch eine Herz-Lusche, also er hätte ihn immer noch einspielen können, hat er aber nicht gemacht. 10 Augen mehr waren drin, macht den Kohl nicht fett, 74 oder 64. Weiterschauen. Eine ganz einfache Entscheidung mit dieser Karte hier. So, langer Weg, kurze Farbe und den König hoch rüber. Mal gucken, klappt doch 15 Augen bei uns. Und wieder war es eine gute Eröffnung, auch das kurze Spiel. Leider jetzt die Fortsetzung nicht ganz so glücklich. Karo 10 ganz offenbar gedrückt. Gut, das heißt, jetzt kann natürlich noch der siebte Karo kommen. Ja, aber das ist klassisch. Dann hat der Alleinspieler wahrscheinlich einen Siebentrümpfer mit diesen drei Luschen oder den Sechstrümpfer mit ein und ein gedrückt und Pik Ass Lusche. So, jetzt stehen wir mit dem Kreuz Ass auf 29. Ja, dann denke ich nicht, dass jetzt noch groß was geht. Dazu waren der zweite und dritte Stich einfach ein wenig zu schlapp. Ja, da ist das Pik Ass. Gut, da wird wohl jetzt der Bube kommen und Feierabend. Ja, das sind eben die positiven Nebenwirkungen. Wenn du schon mal eine 10 im Keller hast, dann kannst du die andere Lusche auf der Farbe häufig auch einigermaßen günstig entsorgen. Da bin ich wieder raus. Da bin ich wieder raus. Und mach mir gar keine Gedanken. Und den Stich könnte man natürlich auch übernehmen, um den Spieler in Mittelhand zu bringen. Ja, und dann vielleicht von hier Kreuz-Lusche zu öffnen. Aber man kann mit dem Pik-Buben auch in der zweiten Trumpfrunde noch mal ans Spiel kommen. Also dafür gebe ich den dann so gerne gar nicht so früh auf. Lasse ich meinen Partner mal zeigen, was er kann. Und der hat ein Kreuz Ass getestet, wurde gestochen. Gut, dann wird der Spieler vielleicht Pik haben. Ja, das sitzt natürlich nicht gut für den Alleinspieler. Mein Partner kann wimmeln, mein Partner kann abschmeißen, alle drei Stiche bei mir. Ich denke mal auch,
dass mein Partner nicht selbst die blanke Pik Lusche gespielt hat, zeigt, dass er auch noch mindestens insgesamt 4 Trümpfe hatte. Also jetzt noch 2 in der Hand, sicher noch einen guten Trumpfstich. Sehe ich also schwarz für den Alleinspieler. Er versucht es hier mit Trumpf hoch, Trumpf klein, um da irgendwie die Karo 10 zu angeln, aber die kann natürlich nicht beim Trumpfmann sein, der hätte ja sonst die Karo 10 gewimmelt. Also immerhin der Versuch hier vom Spieler noch irgendwie was zu reißen, aber das war viel zu wenig. Nun habe ich mal 18 gesagt. 18 kann man sagen, mehr vielleicht auch schon wieder nicht, aber ich werde Besitzer und da kommt eine Verstärkung in Form des Karo Huben. Leicht zu drücken, die Karte natürlich sauber zu drücken. Und das teurere Spiel Kreuz ist auch noch das bessere Spiel. Kreuz 7, 8 ist im Trumpf besser aufgehoben, beziehungsweise Herz 8, 9 ist eine etwas stärkere Beikarte als Kreuz 7, 8. So. Trumpf sitzt scheinbar ganz gemütlich, so ist es. Da bin ich auch hier schon nach dem dritten Stich sicherer Sieger und es geht wieder mal nur um Schneider. Das sieht gut aus. Herz wird gleich rausgenommen, wenn die Herz-Dame jetzt nicht zu zweit steht. Das scheint sie aber zu stehen, sonst wird wahrscheinlich abgeworfen. Immer noch die Chance, wenn der letzte volle Karo 10 bei der Herz-Dame sitzt. Nee, das ist nicht der Fall. Na gut, dann sind sie eben draußen. Ja, defensiv zu spielen ist eigentlich einfach. Ne? Immer passen, wenn du kein besonders gutes Spiel in der Hand hast. So, Karo Hand. Da denke ich mal, kann ich ganz gefahrlos mit dem Kreuz Ass öffnen. Gerade ob ich selber 3 Trumpf hat, wird mein Partner, wenn ja dann, entweder gleich viel oder weniger Trümpfe haben. So, und entweder wir kriegen hier einen Treffer hin. Na gut, Alleinspieler bedient schon mal, aber nur die Lusche bei meinem Partner. Okay, dann habe ich dem Spieler wohl die 10 hochgespielt. Dann kann mein Partner, der aber weniger Trümpfe hat als ich oder höchstens gleich viel, jetzt stechen? Oh, aber gleich mit dem Herz Buben. Dann ist es ja wohl doch ein sehr trumpfstarkes Spiel. Gut, dann sieht die Eröffnung jetzt doch nicht so glücklich aus. Das ist eben die Krux mit einem Kartenspiel, wo nicht alle Informationen verfügbar sind. Ja, tatsächlich. Also ich denke mal, es wird vielleicht noch ein Trumpf liegen. Sonst ist es ein 7-Trümpfer, wo ich jetzt schon 2 Kreuze in der Beikarte kenne. Wie auch immer, ich habe keine Notwendigkeit, jetzt irgendwie Pik zu klären, denke ich mir, sondern kann erstmal Kreuz Lusche spielen, kann ja auch die Kreuz Dame drin sein, ansonsten nicht dem Alleinspieler die Chance geben, mit so einem Bluff zur Kreuz Dame, wo mein Partner dann vielleicht was draufhaut und ich die 7 noch bedienen muss. Also erstmal einmal einspielen, über Trumpf, also Tempo ist hier in dem Spiel sowieso kein Thema bei den ganzen Trümpfen. Oh, und Pik 10, das heißt natürlich, Pik Ass ist sicher irgendwie auch noch entweder beim Alleinspieler oder es ist im Stock. Pik Ass im Stock, das hilft natürlich, und ich meine sogar Karo Ass auch noch. Ne? Das war ja eine Traumfindung, muss man sagen, und somit gewinnt Spieler 2 auch seinen Karo Hand. .236 in dieser Liste bisher sieht ja noch nicht so dolle aus, aber zusammen mit den fast 900 aus der ersten Liste sind das schon 1100 Ligen. Kann ich also ganz entspannt spielen. Es kommt ja danach noch ein Päckchen und bei 1250 sollte es schon zur Quali reichen. So, Herz wird gespielt. Ich habe nur den einen Trumpf. Ich halte es hier für auf jeden Fall geboten, nicht die vollen zu riskieren. Hab ja eben auch schon gesehen, Spieler 3 hat nicht blank gespielt, als er Trümpfe hatte. Also der mag das, glaube ich, eher nicht so. Hat also eher aus seiner langen Farbe gespielt. Deswegen gehe ich da erst recht nicht rauf. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, hat er vielleicht dann doch jetzt mal blank gespielt? Sollte ich jetzt das Kreuz Ass nachspielen, weil die Kreuz Dame noch blank beim Spieler 2 ist? Nein. Ich glaube da nicht so dran. Das ist mir auch zu sehr jetzt auf eine Karte gesetzt. Ich habe noch 3 volle, Trumpf steht unrund. Ich möchte jetzt erstmal hier die Stechfarbe finden, die Farbe für meinen Partner klären, also Karo Lusche. Das war, denke ich, eine gute Idee, wie der Einstich zeigt. Ich weiß jetzt, was ich zu wimmeln habe. Mein Partner weiß, wie die Karte steht. Gut, in Kreuz weiß er es noch nicht notwendigerweise.
Er kann vielleicht ahnen, dass ich eher Kreuz Ass habe als der Spieler, dass der Kreuz Lusche König schnippelt im zweiten Stich. Das wäre sehr ungewöhnlich. So, Pik müsste eigentlich die Beikarte des Spielers sein. Der geht aber rauf. Sieben Augen, also zwei Bilder waren ihm wohl überzeugend genug. So, und ich denke mal, er hat Pik dabei. Er wird nicht die Kreuz haben. Das wäre eine ungewöhnliche Konstellation, dass er Kreuz 10 im Keller hat und Dame Lusche oben. Ich denke, mein Partner hat eher die Kreuz 10. Also jetzt rein mit dem Ass. Und dann gucken wir, dass wir hier mit der Pik 10 noch was machen. Ah, Abwurf Pik Lusche kann ja eigentlich nur bedeuten, dass es dem Alleinspieler noch nicht reicht, der volle. Dann kann mein Partner eigentlich jetzt die Pik Lusche spielen. Da können wir nochmal 10 Augen machen. Nee, tut er nicht. Er bietet nur 7 Augen an. Na gut, 3 Augen dem Spieler hier geschenkt, aber 60. Ja, das war auch der Grund. Er hatte erst 46 liegen, offenbar, dass er die Kreuz 10 noch nicht gestochen hat. Gut, da haben wir 40 von der Seite eingefahren und Spiel 11. Das sieht doch gut aus. Drei Jungs und zwei Asse. Jetzt geht's los. Jetzt komme ich nochmal und mache daraus eine gute Liste. Gegenwehr. Naja, also bis 40 kann ich erstmal ohne nachzudenken. Aber es bleibt bei 24. Und da finde ich noch das Kreuz Ass. Bei der 24er Reizung ist das ja eine gute Findung. So, und jetzt muss ich allerdings sagen, hier, wo ich das so sehe, ich bin mir hier nicht treu geblieben. Es ist, ich habe hier den Gang gespielt, wie ihr jetzt gleich seht. Ganz offensichtlich habe ich das getan. Und damit bin ich jetzt an sich überhaupt nicht einverstanden. Das ist ein Risikospiel gegen diese 24er Reizung aus Hinterhand. Da muss ja fast eine Farbe auf Abstich sein, da müssen fast die Farblängen stehen und vor allen Dingen Ass, Dame, 7. Wenn du den König dabei hast, das ist eine Stärkung. Oder wenn du wenigstens jetzt in Pik nicht auch noch diese Dame schleppen würdest, sondern die Lusche oder den König, die Ass, Dame, ist ja auch alles ganz schlapp. Und keinen vollen gedrückt. Also klar, man kann auch sagen, drei Asse, drei Buben, ist ja immer ein Gang. Aber, vor allen Dingen aufgrund des Spielstandes an sich nicht zu verantworten, dieses Risikospiel zu machen. Und nun hat es natürlich auch Siegchancen, aber jetzt geht ja gleich der Ärger los. Und das war eigentlich vorherzusehen. Jetzt kommt Kreuz 7, die kommt ganz schnell. Ich denke mal, die ist blank aufgrund der Reizung. Nun könnte man sagen, ja, dann schnippelt doch, aber wo ist denn der Karo Bube? Ja, natürlich glaube ich, dass Spieler 2 den Karo Buben hat. Das ist wohl auch sehr wahrscheinlich. Aber der kann ja auch mal so ein 4-Trumpf-Ding ohne 5 mit Karo Ass 10 und bestellter Herz oder Pik 10 oder beiden angereizt haben, und dann ist Karo Bube beim Spieler 3. Dann sticht er mir im zweiten Stich Kreuz König Ass ab, und dann kann ich das Spiel so gut wie einpacken. Also das will ich dann doch nicht riskieren. Also lieber erstmal rausnehmen und den Buben ziehen, in der Hoffnung, dass das Spiel das wohl abkann, dass gleich in Kreuz oder im Spielverlauf noch ein teurer Stich fällt. So, Abwurf Karo Lusche, ja, und jetzt erstmal Herz gucken. Tja, und da geht jetzt das Elend los. Da wird mir dann langsam auch ein bisschen warm. Natürlich stehen die Farben nicht gut. Hinterhand hat kein Herz. Da muss ich also mich sehr glücklich schätzen, dass Kreuz Lusche rausgekommen ist und nicht Herz König oder so. Dann hätte ich das Spiel vermutlich auf keinen Fall gewinnen können. So hängt das jetzt natürlich in den Seilen. 21 ist kein guter Start für mich. Und jetzt geht's weiter. Pik König auf den Tisch. So, jetzt müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Viermal Herz hat Vorhand, wahrscheinlich den blanken Kreuz. Eine Karo Lusche hat er abgetragen. Gut, war die jetzt blank, dann hat er viermal Pik. Dann steht er nur noch auf Herz und Pik und hat König 10, 2 Luschen. Immer noch aber auch denkbar, dass jetzt hier der König aus König Lusch kommt und er vielleicht den Karo aus dreimal Klein abgeworfen hat. Also noch nicht ganz eindeutig. Ich vermute eher, dass der Spieler hier wirklich auf König 10, 2 Luschen steht. Trotzdem wiederum, falls Hinterhand jetzt die 10 hat, ich mit der Dame schnippel, dann fallen da die 17 Augen, und es ist dann so unglaublich leicht zu erkennen auch, dass ich dann in Pik einfach wieder eingespielt werden kann, dann wäre ich wieder fast platt. Von daher gehe ich jetzt hier einfach wieder rauf, in der Hoffnung, auch wenn Pik Dame, also wenn Pik zu viert bei Spieler 3 sitzt, dass ich das Spiel trotzdem noch reguliert bekomme. Ja, und so ist es dann. Damit haben die anderen jetzt natürlich schon 44 liegen, und es wird jetzt sehr brenzlig, denn zwei Stiche habe ich noch abzugeben. Was man allerdings auch sehen kann, und das ist hier mein Gewinner, das ist hier mein Glück. Ich musste mir das am Tisch aber jetzt wirklich auch noch mal ganz genau anschauen.
nicht leichtfertig jetzt werden. Es wurde die Kreuz 10 geschmiert und nicht die Karo 10. Und ich muss jetzt wirklich gerade mal drüber nachdenken. Habe ich jetzt schon alle Informationen verfügbar? Ja, ich habe alle Informationen verfügbar. Ich kenne alle Karten von Spieler 3. Er hat natürlich noch die drei Herzen und die beiden Pik Luschen. Herz kann er nicht spielen, dann würde er den Stich aufgeben. Deswegen spielt er jetzt eben hier Pik weiter. Und das heißt für mich, wenn ich jetzt abwerfe, Kreuz Lusche, dann geht hinten Karo 10 rein auf 54 und dann verliere ich das Spiel, denn danach kommt noch mal die Pik Lusche und ich gebe den Herz-Damen-Stich noch ab mit dem Bild. Ich muss jetzt also stechen und Kreuz Lusche rausspielen. Und wie gesagt, ich habe dann das Glück, dass Karo 10 noch bei Spieler 2 hängt und dass er diesen Vollen jetzt nicht an mir vorbei bringen kann. Spieler 3 kann da jetzt gar nichts reintun, der hat eben nur noch eine Pik-Lusche und den Herz-König mit zwei Luschen. Das heißt, das sind jetzt hier 48. Ja, wenn Sie es optimal treffen, bieten Sie mir jetzt 10 Augen an. Ja, tun Sie auch. Optimal getroffen, muss ich natürlich stechen. Und jetzt kriegen Sie nur noch ein Bild dazu auf 58. Also, huiuiuiuiuiui, da hätte ich mich jetzt nicht beschweren dürfen, wenn ich den verliere. Erster Fehler, den Grang darf ich, wie gesagt, gar nicht spielen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass dieser Vorwurf schwer wiegt, nur Oma-Spiele zu machen, Angst vorm Feind. Mag sein, dass ich mich da durchaus auch durch diese Aufnahme habe provozieren lassen, diesen Grang zu machen. Und dann natürlich, ja, zweimal noch versucht, irgendwie zu viele Konstellationen abzudecken, mich damit gegen die tatsächliche Konstellation in Gefahr gebracht. Hätte ich mich also wirklich nicht beschweren dürfen, wenn ich das Ding jetzt verliere, dann wäre es nochmal richtig knapp geworden, dann wäre das Ergebnis immer noch gut. So ist es jetzt natürlich alles Wölkchen wieder, 420, bin am Tisch vorne, habe gesamt jetzt schon 1280 oder was liegen. Dann kann ich jetzt das letzte Spiel wieder ganz entspannt einpassen und nochmal wieder ein bisschen runterfahren. Denn dieser Grang, ja, da wird's dann einem warm ums Herz, wenn der so unrund losläuft. Und dann heißt es trotz alledem natürlich noch Nerven bewahren, präzise zu Ende kalkulieren, um das Ding irgendwie noch zu retten. Das ist jetzt, wenn man so will, hier nur noch die Ehrenrunde. Ich würde mal sagen, Mission erfüllt. Da kann jetzt nicht mehr so viel passieren. Ich würde mich in den letzten 12 Spielen auf jeden Fall am Riemen reißen. Dieses Spiel erscheint hier einigermaßen uninteressant. Gut, jetzt spielt er einmal Trumpf und dadurch, dann schiebe ich gleich Trumpf zurück. Okay, Karo Ass noch zu dritt. Das Spiel war jetzt hier der kleine Absacker, um die Liste unspektakulär zu Ende zu bringen. Wie gesagt, ich kann hochzufrieden sein. Das war eben noch mal ein kleiner Verdachtsmoment, was dann auch wieder zeigt, so schnell geht's manchmal beim Skat. Eben bist du noch oben auf, wenn du dir dann sowas erlaubst, so ein Spiel jetzt hier verlierst, Spiel 11, na, das sind 400 Punkte Unterschied. Wenn der Gang verloren wäre, dann hätte ich meinen schönen Vorsprung ganz schön einschmelzen sehen. So ist natürlich alles bestens, Vorsprung sogar noch ausgebaut und wir können ganz entspannt und optimistisch in die letzte 12er Partie reingehen.